ihr Lieben, herzlich willkommen mal wieder am Kamin mit Kurt und mir. Wir sitzen hier zusammen und Kurt fragt, hat die Frage gerade hier in den Raum gestellt, was wäre denn eigentlich noch wichtig für die Menschen, für die Zeit? Und ohne zu wissen, was wirklich wichtig ist, teilen wir jetzt einfach, was sich zeigt. Was wäre denn noch wichtig, dass wir das gemeinsam ins Gewahrsein nehmen? Also mir erscheint nach wie vor das Wichtigste, dass wir uns so oft wie möglich daran erinnern, wer wir wirklich sind. Weil die meisten leben noch in der Illusion, im Traum. Glauben, ein Mensch zu sein und sind mit ihren alltäglichen menschlichen Problemen beschäftigt, die verschwinden würden, sobald sie aufwachen und erkennen, wer sie wirklich sind und leben in diesem Bewusstsein, wer sie sind. Das, glaube ich, wäre das Wichtigste. Und eigentlich braucht man dafür ja nichts ändern. Sich nur erinnern, denn das sind wir ja alles schon. Ich glaube, oder meine Wahrnehmung oder meine Erfahrung ist auch, dass das ganz vielen bewusst ist. Sie wissen es, sie erfahren es teilweise. Und das Thema bei fast allen, inklusive mir, ist, dass immer wieder eben alte Mechanismen, alte Programmierungen in der Persönlichkeit, in diesem Alltagsansprüchen, was das Leben so von einem fordert, einen immer wieder, oder mich, und ich weiß es von anderen auch, ins Tun, ins Menschsein bringt, ins Überlegen, ins Planen. Und die Frage ist vielleicht eher, dass das Wichtigste ist, uns zu erinnern, zu sein, wer wir wirklich sind. Das ist, glaube ich, keine Frage, für die meisten nicht. Aber wie bleib ich wach? Wie bleib ich bei Bewusstsein? Ich weiß, früher, hatten wir solche Art Uhren, die immer mal wieder unregelmäßig einen Ton getan haben oder irgendwelche Zettel hingepinnt irgendwo hier in der Wohnung. Also diese Erinnerungshilfen waren damals, finde ich, schon wichtig. Mittlerweile weiß ich immer, wenn ich das Gefühl habe, nicht in der vollen Entspannung und im vollen Erfülltsein und in der Liebe zu sein, bin ich gerade nicht der, der ich wirklich bin. Das ist meine Erinnerung. Aber manchmal muss dann der Körper schon zwicken oder so, bis ich dann merke, upsala, wo war ich denn jetzt schon wieder unterwegs? Also vielleicht tatsächlich, wie bleibt die Erinnerung, sodass ich es wirklich ständig erfahre und bin? Ich bin es sowieso, aber bewusst. Also ich hatte früher die Schwierigkeit oder die normale Gewohnheit, wenn ich mich durch einen Zettel oder durch die Uhr erinnert fühlte, dass ich dann versuchte, meine Aufmerksamkeit darauf zu richten, welche Programme und Gewohnheiten, Verhaltensmuster ich noch auflösen sollte, und habe dann an den einzelnen Programmen gearbeitet und versucht, die zu ändern, bis ich irgendwann zu der Universallösung gekommen bin und habe die einfach gelassen, habe nur mich erkannt, das ist ja nicht mein Programm, sondern das ist das Programm meines Erfahrungsinstrumentes und das brauche ich gar nicht ändern. Das kann genauso bleiben. Ich konnte also diese ganze Arbeit, den vergeblichen Versuch, das alles zu ändern, einstellen und habe nur den Stecker gezogen der Identifikation und habe mein menschliches Erfahrungsinstrument so gelassen, wie es ist, und habe gesehen, das ist gar nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, zu sein, und dieses Sein verändert ja meine Realität. Dann verschwinden diese ganzen Dinge, um die brauche ich mich gar nicht kümmern. Also das war mein Weg. Ja, das ist ja auch mein Weg. Das ist ja auch der Weg von vielen. Die doktern gar nicht mehr an ihrer Persönlichkeit rum oder wollen es auch gar nicht verändern. Aber
dadurch, dass diese Programme noch aktiv sind, zieht es einfach die Aufmerksamkeit, das Bewusstsein dort hinein. Und darum geht es. Und die Erinnerung, Moment mal, das bin ich ja gar nicht, Moment mal, ich bin ja das. Diese Erinnerung geschieht natürlich durch viele Auslöser. Aber diese Installation im Prinzip ständig im Gewahrsein seiner selbst zu sein und sich dessen bewusst zu sein, dass das alles natürlich mein relatives Selbst oder meine Persönlichkeit, mein Menschsein ist. Dieses Gewahrsein ist ja nicht ständig da. Wenn der Körper irgendwelche Sachen macht, dann zieht es die Aufmerksamkeit dann schon auch gerne dorthin. Anscheinend gibt es also nicht einen Weg für alle, sondern es gibt so viele Wege, wie es Menschen gibt, und jeder sollte seinen Weg finden, wie er sich am leichtesten immer wieder daran erinnern kann, wie er wach bleibt, wie er bei Bewusstsein bleibt, wie er bewusst als Botschafter des einen hier lebt und handelt. Und das ist auch eine faszinierende Aufgabe und ein Abenteuer, meinen individuellen Weg zu entdecken, wie ich wach bleibe. Ja, und während du das sagst, wir können es ja nicht machen, wir können es auch nicht tun, weil das ja auf der anderen Seite ist. Das ist ja nicht das, was ich wirklich bin. Ich bin da ja nicht der Handelnde. Aber eine Absicht, und ich glaube, das ist das, also bei mir ist es auf jeden Fall das stärkst wirksamste, die Absicht, die ganz starke Absicht, als ich selbst da zu sein und meinem Menschsein, meiner Persönlichkeit, den Programmen und all dem halt nicht mehr auf den Leim zu gehen, Gänsefüßchen, mich da nicht mehr einlullen zu lassen, nicht mehr einfangen zu lassen von der Matrix oder wie auch immer man sagt. Und diese Absicht, die aus meiner Sicht bewirkt das, was du vorhin gesagt hast, dass es immer mehr wird, ne? Dass meine Aufmerksamkeit natürlich immer mehr und mein Gewahrsein immer mehr bei mir ist und dass das natürlich dadurch immer mehr und immer stärker wird und das andere immer mehr verblasst und immer weniger wird. Ja, für mich war das damals die Erkenntnis, die zu einer Veränderung geführt hat, dass ich die Wahl habe, weiter in der Illusion zu leben oder in der Wirklichkeit meines wahren Seins, das, was ich ja sowieso bin. Und das ist eigentlich keine Wahl, weil ich wollte nie bewusst in der Illusion leben. Also war es für mich klar, ich will ja mir bewusst sein, der ich bin. Und dann, glaube ich, tun sich bei jedem Möglichkeiten, Schritte auf Wege, öffnen sich Türen, wie man das erreicht. Und das geschieht, indem man seine Aufmerksamkeit darauf richtet. Und wie sagst du normalerweise immer, der beste Augenblick ist immer jetzt. Diese Entscheidung und diese ganz klare Entschlossenheit zu haben, ja, will ich weiter in der Illusion leben, in dem, was kommt und geht, in relativem Glück und Leid und Dramen und wieder Höhepunkte und rauf und runter? Oder ja, habe ich wie die Weichen gestellt? Ich habe den Zeiger umgelegt, ich habe den Schalter umgelegt, als ich selbst zu leben, zu sein, zu erfahren. Und dann läuft das andere automatisch aus, weil ich es ja nicht mehr nähere mit meiner Absicht. Ja, wenn ich einen belastenden Traum habe, dann erlebe ich das ja im Moment als meine Realität. Und wenn ich dann aufwache, erkenne ich, ach, das war ja nur ein Traum. Und dann brauche ich ja nicht mehr diese Traumprobleme lösen, sondern ich habe mich vom Traum gelöst. Ich bin bei Bewusstsein und nehme wahr, was jetzt zu tun ist. Und auf einmal fließt das Leben und es geschieht so, wie es eigentlich gemeint ist. Und wenn wir jetzt den Kreis schließen wollen mit der Anfangsfrage, was ist denn eigentlich noch wichtig, dann ist es einmal die Erinnerung, aber auch die Entscheidung.
Und das ist letztendlich keine Entscheidung, sondern auch wieder ein Erinnern, wer ich bin. Und daraus ist es automatisch selbstverständlich, wer ich wirklich bin. Ich glaube, da kann man sich gar nicht anders entscheiden. In dem Moment ist der Schalter umgelegt. Für mich ist dann das Wichtigste, anzufangen. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Und jetzt.